im Zentrum sieht man viele russische und slowakische fröhliche Fans. Ganz im Gegensatz zum Vorabend, an dem hier unzählige Engländer feuchtfröhlich feierten, aber kaum russische Fans in der Stadt zu sehen waren. Und wenn doch mal ein russischer Fan in die Nähe der Engländer kam, war sofort die Anspannung zu spüren und es kam hier und da zu Auseinandersetzungen. Es bleibt abzuwarten, wie die Stimmung hier in Lille ist, wenn die Engländer und die Russen nach dem Spiel hier in der Stadt aufeinandertreffen.